Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvetes Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Baktrien. Im letzten Part haben wir so ein bisschen unsere Kommandostrukturen aufgestellt. Wir haben auch schon die erste Eroberung gemacht. Amul nennen wir jetzt unser eigen. Diese Siedlung müssen wir aber noch ein bisschen verwalten. Es spricht in meinen Augen tatsächlich nichts dagegen, das hier hinzuklatschen und das Ding hier umzubauen. Wir brauchen auch noch eine ordentliche Nahrungsmittelversorgung. Auch das werden wir hier angehen. Und ja, ich möchte doch mal schauen, was wir jetzt als nächstes unternehmen. Wir haben ja noch eine Agentin. Stopp. Ja, da wollten wir... Wollten wir die nicht hier aufstellen? Ah, nee, die muss noch eine Runde warten, ne? Das ist es, genau. Die wartet noch eine Runde hier, denn die verbessert ja unsere anderen Agenten, die wir rekrutieren, ne? So ist es doch. So ist es doch. So ist es doch. Das Gebäude bauen wir dann in der nächsten Runde aus. Also wir müssen insgesamt auch noch echt ein bisschen was ausbauen an Gebäuden. Und da sollten wir uns jetzt aber noch keine großen Sorgen drum machen, denn tatsächlich läuft es ja so ab, dass wir... uns keine Gedanken darum machen müssen, dass uns irgendjemand mal irgendwann den Krieg erklärt. Das wird ganz von alleine passieren. Aber wir sollten trotzdem versuchen, unsere Kriegserklärungen in etwa ja, zu steuern. Warte mal, vielleicht können wir übrigens direkt die entsprechende Tag hier auswählen. Dann werden die nämlich nacheinander geforscht. Das ist ein bisschen besser. Du stehst nur hier. Jawohl, das ist okay. Und wir holen uns hier einen neuen Agenten. Die bringt auf jeden Fall öffentliche Ordnung und Wachstum, das ist sehr gut. Das ist genau die Kandidatin, die ich mir hier gut vorstellen kann. Und wir geben wir ihr schon diesen Trade hier. Das ist tatsächlich ein brauchbarer Skill, ne, mit der Begleitarmee. Das hier ist, glaube ich, hier ist das Ding, ne. Das kostet uns 1500 Unterhalt, das ist unfassbar teuer für 15 Loyalität, ne. Also das muss man wirklich entscheiden, ob das einem das nachher wert ist. Ich hätte gerne sowas wie günstige Unterhaltskosten. Der Begleitarmee ist ziemlich nice auf jeden Fall. Forschungsrate ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil wir sollten uns versuchen, uns hier günstige Nebeneffekte mit reinzuholen. Also wir spielen hier ein bisschen slow, das habe ich ja bereits gesagt. Ne? Was ist das hier? 75% Gold gestohlen bei Aufstellung auf feindlichem Territorium. Basiert auf unserer List. Bei der Aufstellung minus 60 Diplomatie mit dem Besitzer der lokalen Region. Das ist die Frage. Wie viel sollen wir das mal ausprobieren? Gut, das bringt uns jetzt hier natürlich noch nicht weiter. Das ist von dem Skill her noch nicht so das Richtige. Schalte die Aktion in Verruf bringen. Ein reduzierte Attribute feindlichen Agenten oder Generals um minus 3. Das ist aber eine Aktion. Das heißt also, das muss man durchführen, ne? Minus 9% auf kritischen Erfolg bei allen, plus 9% mehr Chance auf kritischen Erfolg. Also tatsächlich, ich sage, wir gehen hier ganz klassisch erstmal mit der Forschungsrate. Und da können wir die Agentin entsprechenderweise so ein bisschen verbessern. Du hast jetzt auch eigentlich erstmal genug gemacht hier drüben. Bringt sie noch andere Effekte? Plus 1 Erfahrungsringe für neue Agenten in der lokalen Provinz und plus Erfahrungsränge für lokale Agenten. Das ist irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Oder... Ach, warte mal. Das eine ist der Trade und das andere ist der Effekt durch die Aktivierung hier, ne? Ich glaube, so ist das zu verstehen. Macht die Rekrutierung billiger, die kriegt gleich ein Level. Das heißt... Wir könnten mit ihr nochmal die öffentliche Ordnung in der lokalen Provinz verbessern. Das ist nur die Frage, ob wir sie hier rüberstellen. Die öffentliche Ordnung hier, das scheint ja hier irgendwann zu klappen. Pass auf, bauen wir mal bitte hier einen Tempel rein. Die aktivieren wir dann noch hier. Ja, aber bleib ruhig erstmal hier. Also ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wir können mit dir aus Bukhara auf jeden Fall, mit dir nach Bukhara laufen. Das ist auf jeden Fall ganz gut für unsere Rekrutierung. Ja, und dann machen wir mal weiter. Und nächste Runde gucken wir mal, wer so unser nächster Kriegsgegner sein könnte. Wir müssen mal schauen, was sich so an unseren Grenzen diplomatisch tut. Die Pater machen mir natürlich ein bisschen Sorgen. Ich bin Nyx. Mein Können steht euch zur Verfügung.
Ich kann das noch gar nicht leveln eigentlich, ne? Dann machen wir das hier, denn dann machen wir nochmal das Netzwerk, weil wir werden ja bald auch noch einen Streiter bekommen und den werden wir ja auch rekrutieren, ne? Die Götter haben mich zu euch geführt. Wir können sie auch hier hinstellen. Hier sind wir bei 52%. Komm, das machen wir mal hier. Und dann kriegen wir außerdem noch Wachstum. Das ist kein Nachteil in meinen Augen. Bringst du mir einen Bonus auf die öffentliche Ordnung? Jawohl, okay, dann machen wir das. Also dieser Poseidon-Tempel, das ist eigentlich... Oder Schrein, das ist unser Gebäude der Wahl. Und das Gebäude müssen wir jetzt auch mal bauen, damit wir noch ein bisschen mehr Einkommen hier generieren können. Haben wir noch was hier? Also Massageten. Die sind halt auch im Krieg mit den Choresmiern. Ich muss die Choresmier nicht unbedingt retten. Dann könnte ich mir nämlich hier nur diese gesamte Provinz unter den Nagel reißen. Und die Pater hassen uns ja bezeichnenderweise auch. Mit denen haben wir sogar hier eine gemeinsame Grenze. Dass die Seleukiden mich hassen, ist mir eigentlich relativ wurscht. Mit den Choresmiern habe ich nicht einen Großpakt. Ich höre euch zu, weil euer Volk als Ehren... Sie wollen mir keinen Militärzugang geben. Das ist natürlich strategisch unklug von denen, ne? Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen können. Doch. Wollen wir hier mal den Militärzugang mit Arya? Seid willkommen. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie willige Sklaven warten meine Ohren auf eure Worte. Jo, jetzt machen wir ganz langsam. Was geht denn bei denen so da unten ab? Ganz ordentlich was an Truppen, ne? Ist die Frage, ob wir denen helfen können oder müssen. Ich möchte da jetzt nur ungern irgendwelche Truppen stationieren. Wir können uns natürlich aber... Ich würde sagen, wir nehmen noch so 2-3 Runden Geld mit. Ich rechne mit einem Krieg aus Parthien oder halt vielleicht hier die Massageten. Wobei die Massageten das nicht machen werden, solange hier die Choresmier stehen. Also Parthien halte ich momentan für die wahrscheinlichere Nummer. Wir gucken mal. Ich kann natürlich hier noch nicht so einfach rausgehen, sonst kriegen wir hier eine Revolte. Das wäre natürlich nicht so gut. Ach, wisst ihr, ich habe total vergessen. Ja, jetzt erforsche ich mir mal die Logistik. Genau, 2 Runden ist schon mal super. Ja, das dauert ja auch noch ein bisschen, bis diese Armee hier wieder frisch ist. Such du dir bitte mal ein neues Vibe. Und genau, du bildest auf jeden Fall den Sohnemann fort. Dann kriegt er nämlich Eigenschaftsboni und dann sucht ihr jetzt mal noch ein Weib. Alexandra heißt sie und weil wir noch geschützt sind, können wir die direkt mal befördern. Da sie keine Generälin ist, brauchen wir es nicht. Ich könnte sie noch zur Diplomatin machen. Frage ist aber, mit wem wollen wir reden? Wir können mit Arya reden. Das kann aber sein, dass sie Geld schicken oder dass sie einem eine Provinz schenken. Aber das ist mir noch ein bisschen zu unsicher. Wir warten noch ein bisschen. Gehen da ganz entspannt ran. Also ich will jetzt auch nicht toll spielen. Ich will es eher einfach nur, seht ihr hier oben passiert was, mit Bedacht spielen, ne? Ah ja, jetzt kriege ich die Krankheit hier auf meine Armee. Das ist natürlich jetzt der Sargnagel für erstmal jegliche Expansionspläne. Das ist halt ein Event, das ist am Anfang, ist das halt echt OP, ne? Wenn du das kriegst, so früh im Spiel, dann kannst du erstmal deine Expansionspläne abschreiben. Nahrung geht vor und Siedlungsausbau auf jeden Fall auch. Ne? Das ist die einzige Siedlung, die Zivilsiedlung, die mir einen Bonus auf die öffentliche Ordnung bringt. Deswegen bauen wir die hier. Und jetzt können wir, ja, jetzt müssen wir warten. Also jetzt sind wir eine leichte Beute. Wenn denn tatsächlich hier noch was passieren wird. Aber er hat es, glaube ich, aufgegeben. Hier oben, das ist okay. Ja, immer noch 2 Runden, ne? Wie kann ich euch dienen? Ich kann den Agenten aber trotzdem rekrutieren. Das dürfte hier nichts ausmachen. Tja, ich weiß
weiß nicht, der ist so der Beste, den wir jetzt momentan kriegen können, ne? Ja, du nimmst bitte... Moment mal, ich guck mir mal gerade die Fähigkeiten an. Ja, also, wie gesagt, wir machen ja kein Powerplay. Wir gucken uns einfach halt mal so... Ich finde, die Sachen sind eigentlich alle ganz brauchbar. Aber ich habe mir gedacht, ich mache ihn bedrohlich. Er reduziert die Moral... er reduziert die Moral der Gegner. Und das, finde ich, ist doch eine gute Sache, ne? Das gibt mir alles Boni auf die... Na, zumindest das hier gibt mir alles Boni auf die öffentliche Ordnung. Das machen wir. Sie habe ich ja aufgestellt, ne? Genau, das ist gut. So, wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Also wir würden das hier nur für Nahrung jetzt ausbauen, ne? Wir haben 8 Nahrungen, das ist gar nicht mal so wenig. Da bin ich erstmal soweit mit einverstanden. Dann machst du mir hier bitte... das Periökenlager. Was für Einheiten brauchen wir hier noch? Also Steinschleuderer sind super Einheiten gegen die Pater, solange die nicht mit Kataphrakten ankommen, ne? Was kannst du gegen Kataphrakte? Machen sowieso nicht so viel, ne? Pikeniere, berittene Bogenschützen. Das ist ganz witzig, dass wir die haben. Peltasten sind ganz okay. Wir nehmen hier oben das Periökenlager und hier unten die Holosideros-Kaserne. Finde das in Ordnung. Und dann, ja, gucken wir weiter. Wir müssen warten, bis die Seuche weg ist. Vorher brauchen wir hier nicht viel ausprobieren. Wir können nochmal schauen, ob unsere Frau noch was machen kann. Ja. Es ist insofern ein bisschen schade. Wir werden jetzt natürlich auch dadurch, dass wir etwas slower spielen, wenn wir keine wirklich guten Generäle kriegen, ne? Das muss man immer mit in der Rechnung berücksichtigen. Denn... Die... Ja, mach mal. Bau den Tempel noch aus. Was soll ich sagen? Ja, die Armeen müssten eigentlich die ganze Zeit kämpfen. Das tun sie ja nicht, ne? Parthien hasst mich mittlerweile gar nicht mehr so stark. Woran liegt das? Ich grüße euch. Wie es eurem Rufe gebührt. Und nun sprecht gerade heraus. Ja, wie es meinem Rufe gebührt. Er grüßt mich mit Hallo, du Heckenpenner. Nein, Spaß. Boah, du hast echt viele Kriege, ne? Stopp. Mach mal so. Tabulator. Taste. Okay. Können wir Aria mit Prada helfen? Seid gegrüßt, ehrenwerter Freund. Fühlt euch wie zu Hause und sprecht, als säßet ihr vor eurem eigenen Feuer. Beziehungsweise, genau, mit Rangiana, das ist ja die Fraktion, die das hier kontrolliert, okay. Ja, müssen wir mal schauen, wie die sich da unten schlagen. Müssen wir mal gucken. Ich möchte jetzt nur ungern den Seleukiden den Krieg erklären, denn das wäre ja wie eine Einladung für die Pater, ne? Wenn wir jetzt einen Krieg gegen eine andere Fraktion eröffnen. Okay, krass, unsere Frau ist draufgegangen. Wir suchen uns mal die nächste. Bitte bekomme noch ein paar Babys. Natürlicher Tod. Das Ende ihrer Tage erreicht. Okay, CA, da sollte man vielleicht
eine andere Wortwahl finden. Moment mal, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Und ihren Frieden gefunden. Mhm. Ja. Also das ist sicherlich nicht die günstigste Wortwahl. Oder sagt ihr so, nö, ist vollkommen klar, was damit gemeint ist. Natürlich ist klar, was damit gemeint ist. Aber wisst ihr, was ich meine? Also ich finde es schon ein bisschen merkwürdig. Wir haben 10 Nahrung übrig, okay. Aber die Seuche ist, glaube ich, weg, ne? Plus zur öffentlichen Ordnung, plus 13, das ist auf jeden Fall nice. So, Spionin ist Level 4. Ja, dann machen wir mal hier die Bordellarbeitskraft. Junge, es ist überraschend, was man lernt, wenn man an die Decke starrt. Alter, dieser Tooltip. So, das heißt also, sie macht Rumpy Pumpy für Geld? Okay, wir brauchen... Okay, du brauchst nur noch 2 Runden, bis sie vollständig verstärkt sind. Pass auf, mach das, dann haben wir 16 Einheiten. Und dann holst du mir die Einheiten damit. Das wird zwar ein ganz schön Häufchen Kies kosten. Bereit zum Kampf. Jo. Ich bin der Held der Götter. Oh, er ist der Held der Götter. Na, dann immerhin. Ja, wir stellen uns mal drauf ein, dass sie das hier vielleicht erobern. Und? Sie haben noch nichts unternommen. Ich erwarte eure Befehle. Wodurch kriegt ihr eigentlich diese Level? Egal. Benötigt 2 mehr Autorität, als das Ziel über Hingabe verfügt. Das heißt also, wir skillen bei unserem nächsten Burschen, nämlich dem Diodotus dem Zweiten. Bei dem skillen wir nur noch Autorität, damit er adoptieren kann, ne? Weil das ist, glaube ich, somit die wichtigste Fähigkeit, die man hier so haben kann. Dann möchte ich hier noch einen Tempel hinbauen? Eigentlich schon, ne? Die Tempel sind halt einfach wichtig für die öffentliche Ordnung. Wenn du jetzt hier rausläufst, sagen wir mal hier hin. Öffentliche Ordnung ist plus 4. Das Ding ist nächste Runde wieder bereit. Beeilt euch, Männer! Wir hungern nach einer Schlacht! Rückt hoch! Beeilt euch, Männer! Ich erwarte eure Befehle, Kommandant! Wir hungern nach einer Schlacht! Marschiert, bis euch die Füße bluten und dann... Begib dich mal hier in Position, bitte. Ich möchte gern abwarten, was da oben passiert. Also wenn sie es tatsächlich schaffen, also die Tatsache, dass er ja noch keinen Ausfall gemacht hat, heißt... Okay. Er war stark genug, offenbar. Respekt.
Aha. Unser Sohn wird erwachsen und die... Er kriegt plus 2 Listpunkte. Okay. Wir kriegen die Thesmophorien. Okay, Leute, passt auf. Heute ausnahmsweise mal historische Hintergrundinformationen vorgelesen von mir aus dem WWW. Ich mache auch direkt noch eine Einordnung für euch. Und zwar den Text lese ich jetzt nicht von Wikipedia vor, sondern von Artedea Blog. Artedea ist ein Blog von Andrea Deschamps, heißt sie. Und die hat, ja, ich weiß nicht, also sie widmet sich mit ihren Websites der Weiblichkeit und den Göttinnen. Also das hat für sie irgendwas mit weiblicher, ja, ich weiß jetzt nicht, weiblicher Kultur zu tun. Wobei ich jetzt nicht so sehen konnte, dass sie jetzt irgendwie eine radikale Feministin ist oder sowas. Aber nur für euch zur Einordnung, wo das jetzt herkommt, ne? Ich fand jetzt beim Lesen des Textes, fand ich den tatsächlich sehr gut geschrieben und möchte aber eben auch klar direkt hier auch sagen, woher ich den habe. Ne? Sie schreibt, im antiken Griechenland wurden die Thesmophorien gefeiert. Ich kürze es so ein kleines bisschen ab. Ne? Das ist der 11. bis 13. Tag des Monats Pynapsion und dieser Monat erstreckt sich zwischen Oktober und November, ist also eine Herbstfeierlichkeit. Und im Mittelpunkt dieser Thesmophorien steht halt eben nicht die Demeter eigentlich als Fruchtbarkeitsgöttin, sondern eben die gesetzgebende Demeter, Thesmophoros. Ne? Thesmophoros heißt die gesetzgebende. Und zur Hintergrundgeschichte schreibt sie, ursprünglich waren die Thesmophorien ein Fest, welches auf Ackerbau und damit die agrarischen Zyklen Bezug nahm. Ihr seht ja auch vorhin, ne, eine Frau, die ihre Tage erlebt hat. Ja, also heute geht es um Weiblichkeit in Total War Rome 2. Finde ich eigentlich irgendwie mega interessant, dass das heute hier so eine Bahn nimmt. Der Oktober ist jener Monat, in dem sich die Pflanzen und damit die Fruchtbarkeit der Erde in die Unterwelt zurückziehen, ne? So die antike Annahme. Das gleiche gilt dem vereinbarten Rückzug der Persephone, der Tochter der Demeter, in die Unterwelt. Ihr wisst ja, ne? Die darf ja nur ein halbes Jahr lang. Ne? Ja. Dies hat seine Ursprünge in der mythologischen Geschichte von Demeter und Persephone, die als Mädchen Kore genannt wird. Diese Kore von ihrem Onkel Hades in die Unterwelt entführt. Ne? Also, Entschuldigung, wurde von Hades in die Unterwelt entführt. Demeter war über alle Maßen über den Verlust ihrer Tochter erschüttert in ihrer Trauer und in ihrem tiefen Schmerz, zog sie ihre Lebenskraft von der gesamten Vegetation zurück. Damit verwandelte sie die grüne reife Erde erstmals in so eine Art, ja, Herbstbild, ne? Bis schließlich dann der Winter kam und alles mit Schnee bedeckte und so weiter und so fort. In ihrer verzweifelten Sehnsucht nach ihrer geliebten Tochter verfluchte Demeter das gesamte Wachstum und alles, was fruchtbar auf der Erde ist. Damit legte sich großes Leid über die Welt. Kein Kind wurde mehr geboren, keine Knospe öffnete sich mehr und so weiter und so fort. Der Tod überzog das ganze Land. Schließlich gelang es aber Demeter mit Hilfe der Göttin Baubo, die entschwundene Tochter wiederzufinden. Und sie traten in Verhandlungen mit Hades, der dann eben schließlich da einwilligt, das Mädchen herauszugeben. Er benutzt allerdings eben den Trick, damit er sie noch teilweise für sich behalten kann. Er gibt ihr, bevor sie zu Demeter zurückkehrt, einen Granatapfel zu essen. Und niemand konnte nämlich zu den Lebenden zurückkehren und dabei etwas aus der Unterwelt mitnehmen. Das heißt also, sie konnte eigentlich die Unterwelt nicht verlassen. Demeters Tochter, die in ihrem Umweltaspekt nicht mehr Kore, sondern jetzt Persephone genannt wird, aß 6 Kerne dieses Apfels, die sie noch im Bauche hatte. Man verhandelte daher, ob diese Kerne dafür stehen, dass Persephone etwas aus der Unterwelt in die Welt der Lebenden mitnimmt und einigte sich dann darauf, Persephone muss immer wieder zu Hades zurückkehren, darf aber 6 Monate des Jahres als Kore bei ihrer Mutter leben. Dann ist Frühling und Sommer auf der Erde und die anderen 6 Monate ist dann verständlicherweise Herbst und Winter, ne? Leuchtet irgendwie ein aus dieser Mythologie, ne? Und die alte Göttin Hekate wahrscheinlich, ne? Hat über die Einhaltung des Vertrages zu wachen. Also wir sehen auch hier, das hat einen sehr gesetzlichen Aspekt. Diese Thesmophorien sollen eben hier an die natürlichen Gesetzmäßigkeiten erinnern. Und so wird Demeter hier in diesem Kontext verehrt. Also das hat jetzt Andrea Deschamps nicht geschrieben, das ergänze ich jetzt hier. Ihr habt das hoffentlich auch mitbekommen, dass ich das so ein bisschen kommentiert habe.
aber ich finde ihren Text eben sehr einleuchtend, kurz und prägnant geschrieben. Ich möchte noch eine kurze Sache daraus wiedergeben. Zum Ablauf der Thesmophorien wurde uns einiges überliefert. Dieses Fest wurde nur von Frauen der Thesmophorien. Oh, und da kommt der Möb in Discord. Moment, den muss ich mal gerade Hallo sagen. Also, dieses Fest wurde nur von Frauen den Thesmophoria zusei. Oder zusei. Ne, Thesmophoria zusei. Gefeiert. Da müsste ich jetzt, schade, sie hat nicht die griechische Umschrift hier auf dem Blog, aber ist jetzt okay, wir wollen ja auch nicht übertreiben. Zu den Festvorbereitungen gehörten 9-tägige Enthaltung vom ehelichen Umgange sowie eine Fastenphase. Die Frauen trugen keinen Schmuck und keine Schminke. Die Abstinenz von Nahrung und Sex sollte den Verlust von Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit, darstellen, aber auch reinigend für die folgenden Riten sein. Teil der zeremoniellen Vorbereitungshandlung war das Sitzen auf Kräutern, was zum einen die aktuelle erotische Lust mindern, andererseits der Fruchtbarkeit zuträglich sein sollte. Das Fest selbst begann mit dem Hinaufzug, dem sogenannten Anodos, der Feiernden von Athen nach Eleusis, um die Gesetzestafeln dahin zu tragen. Am folgenden Tag war die Rückkehr nach Kathodos, also nach Athen. Kathodos nennt man diese Rückkehr. Das ist hier noch ein kleiner Einschub von mir. Ich finde das nämlich auch sehr interessant. Die Griechen hatten ja wirklich einen sehr natürlichen bis unbedarften Zugang zur Sexualität, ne? Also das fasziniert mich immer wieder in der Auseinandersetzung mit den Griechen. Da gibt es natürlich auch unschöne Seiten davon, die ich jetzt hier nicht erwähne, weil sonst mein Video wahrscheinlich demonetarisiert wird. Aber dieser Aspekt gehört halt leider eben auch dazu, ne? Am Haupttag versammelten sich die Frauen zu einer Prozession. Auf einem Wagen wurde der heilige Korb Kalotos zum Thesmophorion, dem Tempel der Demeter, gefahren. Die Eingeweihten folgten mit bloßen Füßen, die jungen Frauen trugen heilige Gefäße. Dabei wurden Lieder und Hymnen gesungen, in denen die Göttin als Geberin des Getreides angerufen wurde. Am dritten Tag wurden Nahrung und Fruchtbarkeitssymbole aus der Erde geholt, die tags zuvor vergraben worden waren. Auf dem Programm stand natürlich auch ein Festschmaus, der unter mimischen Tänzen und Spielen endete. Männer waren bei den Thesmophorien streng ausgeschlossen, aber zur Finanzierung der Festlichkeiten verpflichtet. Diese Festivitäten wurden in ganz Griechenland gefeiert. In Athen fanden Teile der Ritualhandlungen auf der Pnyx statt, einem heiligen Hügel in Athen, der sonst nur Männern für Versammlungen vorbehalten war. Die Männer überließen diesen dafür vollständig den Frauen. Wenn doch einem Mann einfiel zu spionieren, wurde er brutal vom Berg gejagt und verdroschen. Finde ich insofern also sehr interessant und jetzt verstehe ich natürlich auch, warum sie sich diesem, also so von ihrem Kontext her, ne, lieber Andrea, falls du zuschaust, ich fand diesen Artikel wirklich echt gut und ich finde ich kenne jetzt deine Website nicht, kenne jetzt nur diesen Artikel, hat mir aber gut gefallen und ja, also deswegen hier auf jeden Fall no hating, ja, weil es tatsächlich doch ein sehr interessantes Licht auch auf das Verhältnis von Mann und Frau in der griechischen Antike widmet. Und das ist zum Beispiel wieder sowas, ne? Leute, jetzt könnt ihr mich gerne haten, aber Genderforschung hat dazu beigetragen, dass man solche Aspekte des gesellschaftlichen Lebens besser versteht und auch erkennen kann. Und ich weiß, das ist ein sehr kontroverses Thema in unserer Gesellschaft. Ich möchte deswegen auch hier nur explizit, ich möchte hier nicht irgendeinem politischen einer politischen Ideologie das Wort reden, aber ich möchte sagen, aus wissenschaftlicher Erkenntnissicht ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr interessant und trägt zum besseren Verständnis unserer Welt bei. Also insofern, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir nehmen die 4 Punkte, nee, was kriegen wir hier? Doch, 4 Punkte öffentliche Ordnung und 25% mehr Wohlstand durch Landwirtschaft. Die nehmen wir gerne mit und ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Meine Güte, ne? Das war ein Part heute. Im nächsten Teil sehen wir uns wieder und dann gibt's wahrscheinlich bald nochmal Krieg. Wir müssen aber mal gucken. Ansonsten müssen wir den Pater den Krieg erklären. Das wird aber kein Spaß. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.